Wenn Einkaufen glücklich machen würde, wäre Deutschland das Zentrum der guten Laune. Auch in diesem Jahr rechnen die Einzelhändler mit einem neuen Rekordplus. Doch immer mehr Menschen denken an den Kater, der auf den Konsumrausch folgt. Wir haben noch eine Kasse frei. Marius Diab ist einer von ihnen. Er boykottiert jeglichen Konsum. Sein Protest gegen die Zerstörung der Umwelt. Das Einzige, was er noch bezahlt, ist seine Krankenkasse. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Klamotten gekauft habe. War wahrscheinlich vor ein paar Jahren. Vor allem sündhaft billig, kritisiert er. Ich weiß nicht. Also für 3,50 ein T-Shirt, da kann mir keiner erzählen, dass das was Gutes ist. Ich verurteile eigentlich keinen dafür, wenn er es nicht weiß. Was ich verurteile, ist, wenn man es weiß und ausblendet und einfach so weitermacht wie immer. Sein Verzicht umfasst alle Bereiche. Mit Freunden lebt er auf einem Stück Land außerhalb Münchens, das ihnen ein Bauer kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Gegessen wird nur selbst angebautes und was die Wiese so hergibt. Das ist die Melde hier. Schmeckt ganz lecker als Spinat oder im Pesto auch. Und das ist die Vogelmiere. Also ich habe die meisten Wildkräuter eigentlich in München kennengelernt, weil da wachsen auch ganz viele in der Stadt. Also im Englischen Garten ganz viel und an der Isar, aber auch so mal wirklich am Bürgersteig. Gerade die S-Bahn-Pflanzen fand ich immer besonders interessant. Konsumstreik bedeutet auch ohne Strom leben. Eine warme Mahlzeit kostet hier nur Zeit. Also dann würde ich gleich mal ein Feuer machen. Das dauert am längsten, bis das Wasser kocht für die Hirse. Marius Diab studiert Kunst. Sein Boykott ist aber mehr als ein Projekt. Es ist gelebter Aktionismus, der ganz schön anstrengend sein kann. Aber wenn man weniger Zeit für unnötige Dinge verschwendet, dann hat man die Zeit auch und nimmt sich die gerne. Die unnötigen Dinge. Ja, zu viel Zeit vom Computer zu verbringen, bei sozialen Netzwerken oder so Zeug. Es wird vegan gekocht, es sei denn, eines der Hühner legt mal ein Ei. Verzichtet wird auf alle industriell verarbeiteten Produkte. Im Supermarkt war Marius zuletzt vor 2 Jahren. Stattdessen holt er sich weggeworfene Lebensmittel, die in den Containern hinter den Läden landen. Auch für den Kühlschrank wurde ein natürlicher Ersatz gefunden. Dann brauchen wir noch einen Kohlrabi aus unserer Kühlgrube. Und vielleicht noch eine Zwiebel. Brennnesselpesto, Hirse und Kohlrabi. Das Menü zum Nulltarif. Ah, endlich essen. Mit ihrer Lebensweise wollen sie zeigen, man braucht viel weniger, als man denkt. Keiner hat das Gefühl, auf etwas zu verzichten. Also für mich ist es relativ normal, jetzt einfach so zu leben. Ich finde eher das andere abnormal. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, in einem Haus mit Ecken zu leben, mit einem Dach. Das schränkt mich voll ein. Also ich bin halt gern viel draußen. Zum Beispiel. Ja. Abgewaschen wird mit Asche und Regenwasser. Die Asche desinfiziert, das Regenwasser säubert. Im Anschluss wird beides wieder zum Düngen genutzt. Einfach weggeworfen wird hier nichts. 1 Milliarde Kleidungsstücke liegen in deutschen Schränken und landen irgendwann im Müll. In Hamburg hatten die Gründerinnen der Kleiderei eine einfache Idee, um den Kaufrausch zu bremsen. Bei ihnen kann man sich Mode leihen, so wie es bei Büchern schon immer funktioniert. Die Daseinsberechtigung, dann das Konzept umzusetzen, war schon der nachhaltige Gedanke. Und man hat lange überlegt, was kann man richtig machen, wie kann man die Produktion verbessern. Und das ist gar nicht so leicht, aber halt Ressourcen schon und Sachen weiterverwenden, die schon da sind, ist auf jeden Fall der nachhaltigste Weg. Die Nachfrage nach Kleidung auf Zeit ist groß. Seit der Eröffnung vor 4 Jahren hat man sich ständig vergrößert. Inzwischen gibt es auch einen Ableger in Köln. Und du hattest auch gesagt, du bräuchtest leichte Kleidung. Ja, genau. Was ist so deine, eher so schick oder bunt, sommerlich? Eher ein bisschen schicker. Also das sind ja? Die? Ja. Guck mal, wie wäre das? Oh ja, das ist schön. Das würde ich mal anprobieren. Genau, was hast du dir da ausgesucht? Sag mal, wow. Ein ganz richtig schickes Kleid. Ich finde es richtig so cool. Krass, ja. Und ich glaube, das sieht auch besser aus. Wie so eine Million. Kann richtig schön aussehen, glaube ich auch. Das ist ein Traumkleid. Ja. Zieh es mal über, probier es mal an. Oh, ja. Für 34 Euro gibt es 4 Teile im Monat. Es gibt mehr und mehr Leute, die einfach super viele Sachen kaufen und die landen vielleicht nach 2, 3 Monaten einfach
irgendwo in der hintersten Ecke des Kleiderschranks. Und so ist es wirklich so, dass du dir, vielleicht wenn dir eins mal richtig gut gefällt, auch mal 2 Monate ausleihen kannst. Und ich denke, das wird immer, immer wichtiger. Kleidungsstücke sind längst Wegwerfware geworden. Fast die Hälfte der Deutschen mistet aus, wenn die Teile nicht mehr en vogue sind. Die Kleiderei will einen Gegentrend setzen. Leihen als modisches Statement. Der Durchschnittsdeutsche besitzt ungefähr 10.000 Dinge. Doch nur einen Bruchteil davon nimmt er überhaupt in die Hand. Der Rest liegt ungenutzt herum. Im Berliner Sozialkaufhaus Verkauf landen die Dinge, die nicht mehr benötigt werden, andere Menschen aber dringend brauchen. Hier finden sie neue Besitzer, anstatt im Müll zu landen. Es gibt Dinge, die brauchen Menschen einfach täglich, also als Möbel. Ein ganz klassisches Bett, ja, mit Bettkasten. Jede CD, 50 Cent. Hier zum Beispiel Elektrowaren. Hi-Fi ist total beliebt. Hi-Fi wollen alle haben. Es gibt Menschen, die sich dafür noch interessieren, die das brauchen und die das nutzen können. Und dann finde ich es toll, dass das bei uns landen kann und hier Menschen diese Ware bekommen können, die sich sonst sowas überhaupt nicht leisten könnten. Umso wichtiger sind die privaten Spender. Haushaltsgegenstände frisch aus Potsdam. Entrümpeln für den guten Zweck. Danke sehr. Das ist das Haus gerade. Ja, danke schön. Den Korb hätte ich allerdings. Ja, gar kein Problem. Kleinen Augenblick, ja. Gehört das dazu? Das gehört dazu. Können Sie direkt rausziehen. Wird denn viel weggeschmissen ansonsten in Deutschland? Wie empfinden Sie das so? Naja, wenn Sie sehen, was hier ankommt, dann werden Sie, wird Ihnen klar sein, dass es nicht klar viel zu viel ist. Wir schwimmen in Massen von Produkten und Waren, die wir nicht benötigen. Rund 250 Sozialkaufhäuser gibt es in Deutschland. Im Sortiment findet sich alles, was man auch in normalen Geschäften kaufen kann, nur wesentlich billiger. Ein Kunde sucht einen Toaster, der günstiger ist als jedes Sonderangebot. Du, was kostet denn der? 5 Euro. 5 Euro, das willst du hier doch, ne? Ja. Den nehmen wir jetzt mal mit. Alle Geräte werden vor dem Verkauf geprüft. Dieser Kunde geht auf Nummer sicher. Ja, gut warm, scheint zu funktionieren. Wenn ich ins normale Kaufhaus gehe, kostet der billigste Toaster 10 Euro. Hier kostet er 5 Euro. Dann habe ich noch einen Berlin-Pass und habe gehört, der kriegt 20% darauf. Also. Gebrauchtes zu kaufen spart nicht nur Geld. Es schont auch die Ressourcen. Das ist einer der Gründe, warum Erik Sandoval Pickert lieber auf Kölner Flohmärkten einkauft als in Geschäften. Aus Altem macht er Neues. Sein Spezialgebiet: Einrichtungsgegenstände für die Wohnung. Was wollen Sie für den Eimer haben? 5 Euro. Auch 3? Bei 4 würde ich noch zuschlagen. Ich nehme den. Auch beim Sperrmüll bedient sich der Designstudent regelmäßig. Straßengeschenke nennt er die Fundstücke. Mit 617 Kilo pro Jahr produziert jeder Deutsche mehr Müll als der europäische Durchschnitt. Ich finde, Leute schmeißen zu leichtfertig weg. Zumindest fände ich es irgendwie sympathisch, wenn die Leute dann einfach einen Flohmarktstand auch machen oder es irgendwie übers Internet versuchen zu tauschen oder verschenken. Aber dass die Sachen einfach im Kreislauf bleiben und nicht einfach direkt in die Tonne. Weil das sind letztendlich Ressourcen und Rohstoffe, die nicht unendlich verfügbar sind. Seine Leidenschaft hat Erik deshalb zum Beruf gemacht und nachhaltiges Produktdesign studiert. Ideen hat er genug. Das ist zwar jetzt ein Salzstreuer, aber ich finde, man könnte jetzt einfach auch eigentlich einen Türgriff von machen. Ich sehe das hängend. An der Wand, vielleicht so im Eingangsbereich als Garderobe. Oder hier könnte man super einen Kleiderbügel dranhängen. Der Flohmarktbummel war ergiebig. Genug Material für neue Einrichtungsgegenstände seiner Wohnung. Wir können ja aus der Vase sonst auch einfach eine Lampe machen, finde ich. Wenn wir hier ein Loch bohren mit einem Keramikaufsatz und dann da ein Textilkabel dranhängen, finde ich, wäre das eine coole so eine. Hier so über der Couch vielleicht sogar. Auf jeden Fall realisierbar. Und so verwandeln sie Porzellanvasen in Wandlampen, Waschmaschinentüren in Salatschüsseln oder auch Salzstreuer in Garderobenhaken. Bei ihnen bekommt einfach alles eine zweite Chance. Der Münchner Manuel Diab geht sogar noch einen Schritt weiter. Er hat der Konsumgesellschaft komplett den Rücken gekehrt. 1,5 Jahre dauerte es, bis er die Materialien für seine Jurte zusammen hatte. Baukosten 0 Euro. Ja, das ist das Herzstück der Jurte. Den Ofen, den habe ich tatsächlich noch auf dem Dachboden meiner alten Mietwohnung gefunden.
Und wenn es kalt wird, dann ist der, ja, Gold ist eigentlich nichts wert, aber Sprichwort heißt es Gold wert. Ein Zelt aus Resten. Die Dachstreben dienten früher einmal als Betten in einem Münchner Hostel. Boden und Zeltplane kommen von einer Messe. Es muss jetzt nicht jeder rausgehen in die Wildnis und so leben wie wir hier. Aber ich denke, dass es schon, ja, dass viele Menschen gibt, denen genau das auch gefallen würde, aber dass sie sich nicht trauen. Und die will ich auf jeden Fall auch ermutigen, das einfach zu machen. Also wer das irgendwie spürt, dass man viel zu wenig draußen ist, zu wenig Natur hat, sich zu wenig mit Pflanzen beschäftigt, einfach machen. Was Marius Diab auf dem Feld anbaut und nicht selbst braucht, bringt er zu einer sogenannten Verteilerstation, wo man überflüssige Lebensmittel abgeben und abholen kann. Doch dazu muss er in 60 Kilometer entfernte München, ohne dafür zu bezahlen. Hallo. Hallo. Entschuldigung, dass ich störe. Aber fahren Sie Richtung München und könnten sich vorstellen, mich ein Stück mitzunehmen? Ja, da fahre ich hin. Ja, das kann ich machen, da habe ich kein Problem. Ja? Ja, kannst du mitfahren. Willst du es hinten Vielen Dank. Reintun, oder? Ja, wenn Platz ist. Und so treffen sich zwei vollkommen fremde Welten, die sich plötzlich ein Auto teilen. Wenn ich ehrlich bin, der hat uns was voraus. Der hängt nicht so in dem Alltag, in dem Stress drin wie wir. Und wahrscheinlich lebt er entspannter und glücklicher wie wir ein Stück weit. Würde ich mir so vorstellen. Weil manchmal ist es ja doch alles heftig, was man so macht. Wo man denkt, man würde sich ja manchmal gar davon befreien wollen. Aber man hat dann was angefangen und treibt was um und so ist es dann. Leben mit weniger ist einfach. Man muss nur damit anfangen.